So, hallihallo Leute, willkommen zurück. In unserer letzten Folge haben wir den Privatdetektiv Shelby kennengelernt, der auch gleich mal eine Hure für 50 Dollar gekauft hat und sich dann verprügeln hat lassen. War schon eine interessante Folge. Egal, wie geht's weiter? Wir schauen uns das jetzt an. Ah, ich weiß, während wir spielen. Oder wen wir spielen. Das ist aber auch ein Scheißwetter, ey. So. Ich weiß gar nicht, ab wann wir den Namen wirklich kennenlernen von diesem Mann hier. Auf jeden Fall, ich kann euch den Vornamen schon mal verraten. Dieser Typ heißt Norman. Gott, meine Hände zittern. Ich muss mich zusammenreißen, wenigstens für den Moment. Ich hab den Namen irgendwo... Blake. Lieutenant Carter Blake. Das ist er. Reporter. Jetzt schon. Die sind ja bestens informiert. Verdammter Regen. Hat nicht aufgehört, seit ich hier bin. Hier wird's mir echt gefallen. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Agent Norman Jaden, FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Ja, natürlich. Agent Norman Jaden. Also Norman Jaden heißen wir. Okay. Sie können durch. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Sehr hilfreich. So. Vom FBI bei einem Polizeieinsatz. Mich würde jetzt auf jeden Fall mal interessieren, wann wirklich das FBI bei so einem Polizeieinsatz dazustößt. Und jetzt kommt das geilste Future. Ich hätte so eine Brille auch gern. Mit so einem Handschuh. Video Memo 1, Agent 470223, Norman Jaden, Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. Und zwar können wir jetzt mal so Gebiete scannen, wie wir jetzt hier sehen, und niesen. Und bekommen dann halt hier überall solche kleine Hinweise. Wie zum Beispiel hier eine Flasche von irgendeinem Banker. Was aber wohl nichts mit der Tat selbst zu tun hat. Ich suche Lieutenant Carter Blake. Danke. Okay, dann wissen wir schon mal, wo Blake ist. Ja, Fußspuren kann man hier natürlich nicht mehr wirklich sichern. Vor allem jetzt, wo hier so viele Polizisten rumrennen. Was haben wir hier noch? AI-Eintrag, unwichtige Probe, stammt von einem der Polizisten am Tatort. Ja, danke. Die Polizisten machen echt gute Arbeit. So, hier haben wir das Opfer. Hey, Sie da. Was machen Sie? Lieutenant Blake?
Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highway suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Sofort, Lieutenant. Und kommen Sie, Jaden? Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Morgens um 6, wie spät ist es jetzt? Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant! Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als 6 Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Und die Todesursache? Keinerlei Verletzungen. Wurde vermutlich ertränkt. Wie die anderen. Tony, ich will keinen dieser sensationsgeilen Pressefuzis hier sehen. Verstanden? Ja, Lieutenant. Ist die Leiche identifiziert? Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles? Kein Problem, ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Hey, Jaden. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Soweit ich weiß. Ist das ein Kaffee, den Sie da trinken? In der Thermoskanne hinter Ihnen. Nur zu. Soweit ich weiß, mögen sich ja diese ganzen Stellen in Amerika nicht. Also FBI, Polizei und so weiter. Die mögen sich ja alle untereinander nicht sonderlich. Wann fand man die Leiche? Entschuldigung, aber. Wer sind Sie nochmal? Norman Jaden, FBI. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Lieutenant Blake, Sir. Kein Bock, einfach mit uns zu reden. Ganz schön kalt, hä? Sie haben echt keinen Bock, mit uns zu reden. Sauwetter, hä? Regnet es hier immer so? Im Herbst schon. War Ihnen zu Hause etwa nicht? Doch. Doch, klar. Ich habe nur versucht, ein gutes Gespräch zu führen. Egal, wir nehmen uns erstmal einen Kaffee. Bisschen wärmen. So, und dann an die Arbeit. Brille raus. Handschuh an. Und los geht's. Huch, da haben wir doch gleich wieder eine neue Probe gefunden. AI-Eintrag, unwichtige Probe, wahrscheinlich von einem der Polizisten am Tatort. Naja. Leider nur wieder eine Polizistenprobe. Also ich verschmutze den Platz der mehr als der Täter, leider. Aber gut, wenn so viele Vollidioten auf einem Platz rumlaufen, man sieht's ja hier. Hier fliegt auf jeden Fall was in der Luft rum. Das können wir aber noch nicht untersuchen, weil wir es gleich untersuchen müssen. Leider. AI-Eintrag. Das Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. So, was hätten wir denn? Ich würde sagen, wir fangen mal hiermit an. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Okay, dann was haben wir hier? Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Laut Blutanalyse vermutlich Postmortem. Wahrscheinlich beim Transport der Leiche entstanden. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Was ist das?
Sein Gesicht ist voller Schlamm, wie bei den anderen Opfern. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Hatte ich das nicht schon hier? Achso, ich kann das noch. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Ja, das war's dann schon leider hier drin, ne? Da haben wir alles. Alle Informationen aus der Leiche gezogen, die wir konnten. So. War da gerade noch was? Ja. Macht es hier irgendwie Sinn, alles zu scannen? Weil ich weiß ja, wo ich hin muss. Kopier mal da, was ist das? Oh, eine Katze. Eine tote Katze. Das FBI führt keine Akten über Katzen. Noch nicht. Das FBI führt keine Akten über Katzen. Noch nicht. Ich werde sie einführen. War zumindest auch ein Lebewesen, welches wahrscheinlich genau an diesem Punkt ermordet wurde. So, denn wie ich würde mal sagen, wir folgen mal dieser ganz auffälligen Spur hier. Ich bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war Spur der Orchidee. Ich glaube, das sagt er hier auch, oder? AI-Eintrag. Orchideenpollen entdeckt. Stammen wohl von der Blume auf der Leiche. Yep, das heißt, wir können jetzt mehr oder weniger verfolgen, von wo aus er die Leiche transportiert hat. AI-Eintrag. Pollenpartikel verschwinden im hohen Gras. Ist wohl das Ende der Spur. Dürfte ich hier? AI-Eintrag. Blutspuren auf der Bahnschiene. Analyse bestätigt Blut von der Leiche. Wie schnell die Analyse geht heutzutage, ne? So, das heißt, er wurde hier auf jeden Fall über die Bahnschiene geschleppt, bis da hinten hin. Die Fußabdrücke gehen nach der Pollenspur weiter. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Okay, wir haben jetzt also Fußabdrücke. Ups, ich wollte die Brille nicht abnehmen. Wir haben jetzt also Fußabdrücke, die hier hochführen. Norman. Würdest du bitte? Danke. AI-Eintrag. Es gibt Blutspuren, und zwar am Zaun hinter den Bahnschienen. Sie stammen vom Opfer. Die Leiche hat vermutlich den Zaun gestreift, als der Mörder hier mit ihr entlang gekommen ist. Er hat sie also wahrscheinlich diesen Berg hier runter transportiert. Oder die Schienen bis da hinten hin. Warum er sie auch immer da entsorgt hat. Ja, geil, danke. Anzug ist ja nicht teuer oder so. Moment, den kann ich loslassen, den kann ich loslassen, den kann ich loslassen, so. Scan kann ich hier. Nein, ich wollte nicht runter, ich wollte nicht runter. Yo. Und wie raten, wenn mir das ein paar Mal öfter passiert, dann lade ich mit dem Gesicht auf die Schiene und das war's mit Norm. Ich habe echt das Gefühl, dass das so passiert. So, erst nochmal. Konzentration bitte. So, R1. Erste Etappe geschafft. Weiter. Ich wollte eigentlich nur mich da umgucken und bin dann außerdem auf runtergekommen. Zweite Etappe geschafft. Wir können uns immer noch nicht weiter umgucken, darum kletter ich einfach weiter höher.
Sauber ist was anderes, aber immerhin sind wir noch rein. Okay, gucken wir mal weiter. Wir müssen ja jetzt die Fußspuren weitergehen. Genau. Na, was haben wir denn hier gleich hier? Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Okay, sind auf jeden Fall die gleichen Fußspuren wie unten noch. Hier hätten wir dazu auch noch eine hier ist eine Reifenspur. Ich wollte schon Schleifspur sagen, aber dann wäre es komisch, dass die zwei nebeneinander sind. AE-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders? Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Ernsthaft, Arschloch? Ja, genau. Tja, er scheint dann wohl hier drauf gefahren zu sein und dann wieder weggefahren zu sein. So, und was jetzt? Da meint er zumindest, wir hätten alles Wichtiges gesehen. Muss ich jetzt Blake wieder aufsuchen? Ich gehe dann jetzt auf jeden Fall wieder runter. Hoffentlich ohne zu sterben. Also der Anzug ist auf jeden Fall hin. Scheiße. Okay. Ich bin unten. Scheiß drauf. So, wo ist Blake? Blake ist schon weg, wie es aussieht. Oder ist er da? Da ist er doch. Hey Blake, mein Freund. Ich fahre jetzt zurück. Bleiben Sie noch? Nee, wir gehen auch. Nein, das reicht mir. Ich fahre dann auch. Aber wir haben ja wahrscheinlich alles Wichtige. Du bist echt hilfreich, weißt du das? Guck mal, guck mich mal an. So sehen Leute aus, die arbeiten. Oder die so blöd sind, Tasten im richtigen Moment zu drücken. Das lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Ich meine, die hier vorne rumstehen, okay, kann ich ja voll nachvollziehen, denn die müssen die Reporter und sowas abhalten, da jetzt reinzugehen und den Tatort noch mehr zu verwüsten. Wie es die anderen Polizisten gerade schon tun, mehr oder weniger, leider. Egal. Wir gehen. I'm out of here. So. Ich bin Norman, ich brauche mich nicht anschnallen. Das macht der Name. Also nicht das Anschnallen, aber... Ich weiß nicht, ob das so gut kommt, wenn wirklich so ein FBI-Agent einfach so wegfährt, ohne Anschnalle. Und dann wahrscheinlich noch gleichzeitig Leute anhält, so von wegen, ich sag gerade in mich reingefahren. Das sah gerade so aus, als wäre er in mich reingefahren. Und dann am besten noch Leute anhält, so von wegen, die haben sich aber nicht angestellt, bla 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 bla. Du hast eine Trophäe erhalten, FBI-Ermittler. Okay, Leute. Wir sind jetzt wieder bei einem Vater. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie er heißt, aber ich glaube, das lernen wir auch noch. Also das erfahren wir auch noch. Wir haben jetzt die Untersuchung begangen. Das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich... Das dürfte jetzt das 8. Opfer sein, glaube ich. Das 7. oder 8. Opfer dürfte das jetzt gewesen sein. Vom Origami-Killer. Haben jetzt den Vater, der seinen Sohn verloren hat, Blackouts hat und dann mit einer Origami-Figur mitten im Nirgendwo aufwacht. Haben den Privatdetektiv, der halt hinter
dem Origami-Killer her ist und die Opfer befragt, ob sie sich an irgendwas erinnern können. Und haben jetzt nochmal einen FBI-Agenten, der auch hinter dem Origami-Killer her ist. Ich danke euch jetzt auf jeden Fall fürs Zufahren, genau, Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Heavy Rain. Mal gucken, wie es weitergeht.